Toller Anfang. Ja. Toller Anfang. Spinnen bei Spider-Man. Bin so überrascht. Ja, immerhin süße Fotos. Ein Hündchen. Ach, guck. Fast so ordentlich wie bei mir zu Hause. Das sah aber nicht so gut aus, das Sparglas. Neuer Laptop, Junge, 10 Cent oder so. Läuft. Scorpion, Fisk, kenne ich mittlerweile sogar auch, ne? Ich habe Daredevil gesehen und den Punisher. Bin vorbereitet. Waren auch echt gute Serien, habe ich. Einheiten Stufe 4 Mobilisierung, genossen. Fisk Tower. Fisk. Oh. Jo. Here we go. Stinke Spidey. War das auch eine Spidey-Unterhose? Junge. Original ich, wenn die Rechnung kommt. Halte R2, um zu schwingen. Okay. Und das ist genau das Erlebnis, das man sich früher in den Games immer gewünscht hat, Mann. War aber einfach nicht umsetzbar. Mit X noch schneller. Okay. Oh ja. Oh ja. Junge. Das war aber knapp an der Laterne, hör mal. Weiß ich, wo ich hin muss? Nö, ne? Habt ihr ihn schon geschnappt? Nein, wir sind am Fisk Tower. Warten aber noch auf den Haftbefehl. Was dagegen, wenn ich mitmische? Du weißt, wie seine Anwälte sind. Es muss alles nach Vorschrift laufen. Komm schon, Yuri, ich habe 8 Jahre darauf gewartet. Du möchtest wirklich helfen? Dann auf zum Times Square. Wie es aussieht, halten seine Männer meinen Nachschub auf. Alles klar, bin schon fast da. Also das ist natürlich wirklich ein insanes Feeling, wie cool sie das gemacht haben. Das geht ja so flüssig, das krieg sogar ich hin. Ja, nur fliegen ist schöner, ha? Aber das klingt so, als würden wir direkt Fisk aufs Maul geben. Hallo? Parker, wo sind Sie? Wir müssen mindestens einen Probelauf machen, bevor die Fachkommission eintrifft. Oh, ja, tut mir leid. Ja, ich war gerade beschäftigt. Persönliches Problem. Ich komme sofort, versprochen. Persönliches Problem. Ich sollte das schnell erledigen und dann zu meiner echten Arbeit. Junge. Vermutlich irgendwas mit Fotos machen, hä? Na, ich bin gespannt, was das wird. Ich könnte mir aber vorstellen, unserem Boss wird nicht gefallen, dass wir eventuell die Kavallerie angefordert zu haben. 2 Minuten später kommen. Oh, Tracer ist auch hier. Good to know. Die Polizei ist mit dabei. Wir brauchen mehr Leute! 1032, Times Square, Officer unter Beschuss! Ah, die brauchen nur mich. Zeit für den Rambock. Überall die Fäden jetzt in New York, ja? Guckst du nach oben, Klatsch. Weg! Jo, der fährt ja wie ich. Da ist also mein Paket. Danke, Amazon. Boah! Holt ihn euch! Moin! Morgen, Jungs! Geil. Lust auf eine Portion Schmerzen zum Frühstück? Boah, die Sprüche, sie sitzen, Bruder. Yo, Viereck, okay. Oh ja, schön dynamisch. Dein Spinnensinn blitzt um deinen Kopf, um dich vor eingehenden Angriffen zu warnen. Wenn du das siehst, mach dich zum Ausweichen bereit mit Kreis.
Okay, und dann können wir einfach weiter... jo, jo, jo. Da hat irgendwas noch geleuchtet, da hinten. L1, R1. Oh ja. Vorsicht, ich habe heute Lust, mich zu prügeln. Alter, da sehe ich mich. Schön den Gullideckel in die Fresse. Das ist mal ein Frühstück. Das sieht nicht gut aus. Sehr eisenhaltig. Ja, die haben Knarren. Drücke Kreis und L. Ah, das connectet sogar mit dem Spinnensinn. Wer gerade angreift und nicht nur welche Richtung. Cool. Jetzt knallt ihr doch ab! Nice. R1 zum Einspinnen wiederholt. Wow, oh. Fisk hat eine Menge Typen auf seiner Gehaltsliste. Weggenutzt, aber ich muss richtig ran, ja. Wir haben noch keinen Gap-Closer oder so. Oh, du Räudiger. Jo, chillt mal, Jungs. Das ist aber schön dynamisch. Das ist ja genauso flüssig. Wow, wie das Springen und Rumfliegen. What? Als ob ich hier gerade... Nein! Spider-Man, wie sieht's aus? Fast fertig hier. Und bei dir? Wir gehen jetzt rein. Bin gleich da. Ich freue mich schon auf Willys Gesicht, wenn du ihm die Handschellen anlegst. Man kann die ganzen Flächen um sich rum nutzen. Ah, okay. Ich kann aber unterbrochen werden. Das ist wie bei God of War. Darf sie nicht hier komplett auf sein Moveset verlassen. I see. Sonst wär's vielleicht auch ein bisschen zu easy. Aber als ob wir von dem LKW gerade... Okay, Yuri. Erledigt. Was wow. ist... Wow. Ah, noch ein LKW. Yuri? Yuri! Nice. Und aus den Gullideckeln machen wir ein paar Magier-Mounts für WoW. Ich wusste, dass Fisk nicht einfach abdanken würde. Was passiert, wenn ich nichts mache beim Schwingen? Das ist eine gute Frage. Oh. Elegant. Okay. Also man kann auch nicht direkt reinscheißen und so richtig fürchterlich auf die Fresse fliegen wie bei den alten Games. Erinnere mich an so eine Szene, wo man die Freundin retten musste. Mary Jane, glaube ich, ne? Und wenn man da reingeschissen hat bei so einem Quicktime-Event, ist man einfach auf die Schnauze geflogen und alles ist explodiert. Aber hier sind wir geiler vorbereitet. Superheldenlandung, genau. Howie, hi. Ruft mehr Verstärkung und riegelt den Luftraum ab. Yuri, alles okay? Wenn er es aus dem Gebäude schafft, verlieren wir ihn. Na, ich werde dann mal... Dann mal los. Ja! Es ist soweit, Willy! Na los, na los! Halt ihn ab! Junge! Aufgepasst! Hey, wo willst du denn hin? Hey, einfach mitgenommen. Fangt! Ich mach den Weg frei, folgt mir! Taxifahrer! Das hier ist Spider-Man, wir schaffen das! Ja, ihr schafft gar nichts, Netzschlag. Nein, oh, haben wir oh, nice one! Baue Fokus auf, indem du Gegner angreifst. Du bewirkst mehr Schaden, wenn du mehr Fokus hast, verstehe. Erhöhe deinen Kombo-Zähler, um deinen Fokus schneller wachsen zu lassen. Erhalte Bonus-Fokus in Luftkämpfen. Schlechte Nachrichten! Oh, ihr schafft das nicht, Ups. Kumpel! Was will Spider-Man? Ja, an den Sprüchen muss er aber noch ein bisschen arbeiten. Oh, vielen Dank für euer Vertrauen, Jungs! Aber das machen wir. Zur Hölle war das? Ich gebe da Unterricht. Zack! Einfach die ganzen Objekte schmeißen hier. Vorsicht! Das nennt man wohl feindselige Arbeitsumgebung. Oh, not bad. Es wird besser, ja. Immer weiter. Nicht unterkriegen lassen. Immer weiter kloppen. Yo. Ey, der boxt mich einfach. Das ist aber auch eine Legende, oder? Sieht, wie ich hier alle vermöbel. Und wer einfach Spider-Man boxen, der ist sehr gut drauf. So, weg mit dir. Oh, aber ich krieg auch wirklich ins Maul, wenn ich nicht gut dodge. Guck mal an, die Lebensleiste da oben. Huch. Nutze Fokus, um dich zu heilen. Je mehr Fokus du hast, desto mehr kannst du heilen. Verstehe? Mit unten. Ja, das ist aber ordentlich, wie so ein Stimpack. Nice. Runter, runter, runter! L2, R2. Du musst die Schützen ausschalten. Oh, ja moin. Hoffentlich bist du versichert. Was ist das denn für ein Spruch? Hey, kennst du schon die neue AOK? Zack. Nicht einspinnen lassen. Das Hirn wegschießen. Schön einspinnen lassen heißt das. So, schön ins Maul rein. Keine Schmierchen aber mehr. Vielleicht sollte ich vor allem die einspinnen, die ich nicht schon bearbeitet habe. Sehe ich mich schon, wie die Dudes nur noch ein Leben haben und ich fange an, die einzuspinnen. Zack. Jo, jo, jo. Na, man muss schon gut reinspammen. Bisschen kontrolliertes Spammen. Aber durchaus so. Ja, das waren seine letzten Worte, oder was? Butz. Ich glaube, das waren alle. Ey, wo ist der denn hin? Schön Flachkörper machen. Durchaus so, dass man immer dodgen kann. Die Aufzüge sind abgeschaltet. Nehmt die Treppe. Ich mag es lieber etwas direkter.
Ja. Na, wir können hochklettern, ne? Spider-Man, Status? Auf dem Weg nach oben. Und hoffentlich stellt niemand die Aufzüge an. Unsere Helis sind unter Beschuss. Und Fisk hat bewaffnete Männer auf jeder Etage. Er ist verzweifelt. Und wehrt sich mit allem, was er hat. Ich muss ihn finden und die Sache beenden. Noch nicht. Wir haben ein Gespräch abgehört. Sie löschen alle Daten von ihren Servern. Wir brauchen Beweise, wenn wir ihn dingfest machen wollen. Okay, auf in den Serverraum. Auf in den Serverraum, habe ich mich gerade... May ruft an. Ich gehe besser ran. Luftschacht verlaufen? Hallo, Tante May. Was ist das für ein Lärm? Ich sehe mir einen Superheldenfilm an. Was gibt's? Ah ja. Ich wollte nur fragen, ob es bei unserem Abendessen morgen bleibt. Na klar. Hey, ich muss los. Okay, hab dich lieb. Ich dich auch. Süß. Bisschen cringe, die Sprüche, ja. Aber so ist ja der Spidey, oder? Feinde, im nächsten Stock! So mögen wir ihn. Stichwort. Ajo. Moin, Männer. Wow, Gum-Gum-Rakete, Junge. Zack, ausweichen. Oh, das hat er sich anders vorgestellt, glaube ich. Der war ja gut drauf. So, den holen wir uns da noch. Zack. Sehr schön, Mülleimer an Kopf. Der kriegt auch noch einen. Wupp. Auf Wiedersehen. Das ist ja toll, wie die Gegner wegfliegen, Junge. Das ist ja so ein schöner Impact manchmal. Bam. Weg mit dir. Was ist das hier? Schicker Fernseher da hinten. Aber wo sind die Gegners? Ach, der lebt noch da drüben. Junge, du räudiges Schwein. Da ziehen wir uns einfach ran. Einmal kopflos mit dem Fuß. So loben wir uns das. Bei voller Fokusleiste kannst du einen Finisher ausführen, mit dem du einen Gegner unmittelbar ausschalten kannst. Aha. Festhalten, damit er nicht rumspringt. Mit Dreieckkreis. Dachtet ihr denn wirklich, dass das gut ausgeht? Junge, WWE. Alter, da ist aber jemand Wrestling-Fan, hä? Nicht schlecht. Ja, den kriegt ihr aber nicht. Okay, wenn wir eine volle Chain durchbekommen, sind die auch erstmal garantiert hin. Oh, auf Wiedersehen. Das ist aber bestimmt auch... Oh, von Gegner zu Gegner unterschiedlich. Hallöchen. Na, denkt ihr über euer Leben nach? Na, der denkt jetzt nicht mehr, glaube ich. Das war es mit den letzten grauen Zellen, die er noch hatte. Big Dodgies. Joho. Holy fuck. Ja, oder für dich, mein Freund. Einfach weggenommen. Ich muss den Serverraum finden, bevor alle Beweise vernichtet sind. Ich hoffe, das ist nicht der Blizzard-Serverraum. Sieht nämlich nicht so gut aus hier für unsere Latenzen sonst. Presper, die 26. Wenn ich hier reingehe, zerstören sie alle Beweise. Ja, wir haben bestimmt einen Luftschacht oder irgendwas zum Durchkriechen, oder? Oh, R3? Ich muss mich irgendwie reinschleichen. Scannen. Das sind aber einige. Die haben alle fette Waffen dabei. Ah, da ja. Na. Mein kleiner Privateingang. Junge, da habe ich aber... Fisk ist zwar ein richtiger Schmutzfink, aber seine Luftschächte sind echt sauber. Da habe ich nicht hingezielt. Das Löschen geht eben nicht schneller. Lösch mich, Daddy. Lüftungsklappen Takedown? Junge! Wenn sie so nichtsahnend sind. Das ist ja krass. Jetzt hängt er da. Den finden die nie wieder. Bin ich hier beim Support? Ich habe mein Passwort vergessen. Bam! Nicht an die Konsole. Spider-Man! Yo, Ibims! Ach, herrlich. Komplette Löschung steht bevor. Und ich fand die Typen bei meinem letzten Job unhöflich. Junge. Vielleicht sind das auch die Twitter-Server. Boom. Dann müssen wir die das leider durchziehen lassen. Muss die Konsole erreichen, bevor alles gelöscht ist. Dann ist es endlich vorbei. Wie gut die Sicherheitsvorkehrungen sind. Oh, ihr habt den letzten Kernel-Patch vergessen. Du versteckst dich im Serverraum. Wie fein. Sogar für dich. Sagt der Typ, der gerade seinen Suchverlauf löscht. Nach all den Jahren bist du immer noch bloß ein dummes Kind. Stimmt, aber das macht meinen Charme aus, oder? Verdammte! Brech die Tür auf, sofort! Hallo! Oh, Viereck gedrückt für eine Luftschleuder. Wie steht er denn da gerade auch? Holy shit! Boom! Zerstört alles! Dreieck zu Boden reißen. Oh, nicht schlecht! Nicht schlecht! Zack. Was hast du jemals Großes vollbracht? Boom, Junge. Das ist ja schön. Na, einmal habe ich einen aufgeblasenen, vollgefressenen Gangsterboss noch vor dem Frühstück ausgeschaltet. Boom, Junge. Ohne mich gerät der Abschaum, den ich in Schach gehalten habe, außer Kontrolle. Und das ist deine Schuld. Ja,
Es war ein weiter Weg, Fisk. Wie traurig, dass er zu Ende ist. Der arme Gangsterboss, Mann. Er fängt erst an. Big Tja, Jumps. Dann mach dich besser bereit. Du hast einen großen Fehler gemacht. Na, mit Dreieck komme ich auch ran, tatsächlich. Okay. Aber manchmal jump ich noch sehr wild rum. Bisschen Heilung rein hier. Yes. Yuri, eine Explosion. Ich hab's gesehen. Fisk könnte alles verdrahtet haben. Ich schicke das Bombenkommando. Ich werde ihm freie Bahn verschaffen. Yuri. Tötet ihn, sonst tötet der Boss uns. Juhu. Ja, das glaube ich euch gern. Ist mir aber scheißegal. Feuerbad mit dem 9. Dankeschön. Du bist tot. Oh, wenn ich selbst im Nahkampfbereich Dreieck drücke, kann der mich einfach hitten, obwohl meine Spinnfäden schon fliegen. Ah ja, das knockt ihn nur so ein bisschen. Na, nimm du das hier, Kollege. Yo. Ich glaube, das waren alle. Das war ein scheiß Arbeitstag für den Bruder, fürchte ich. Da hoch weiter. Jo. Der Weg ist frei. Los. Hey, Jungs. Ich glaube, Bomben gehören zu Willys Fluchtplan. Hilfe! Sie scheint festzusitzen. Kümmere dich um sie. Wir suchen die Bomben. Ja, wie sucht ihr die mit dem Hammer, oder? Das sah jetzt nicht so vertrauenserweckend aus. Die wurden bei der letzten Explosion eingeschlossen. Ich muss los, alle weg! Die machen das schon. Evakuiert das Gebäude! Ja, das wird mich echt ankotzen. Alle kommen raus. Nur vor dir fällt so ein Stahlträger. Irgendein Stein runter, sonst was. Aber Spidey. Gehört. Ist ich hier. Werde sie finden. Aha, aha, aha. Wir haben ja auch schon eine schicke Hightech-Maske, ne? Spider-Man, wir können nicht weg. Wir sitzen fest. Ich heb's hoch. Wenn sie frei sind, schnell raus hier. Wer gehen kann, hilft den Verletzten. Verstanden? Ist der Rauch kein Problem. Klar, was sonst? Oh boy. Los, los, los! Ja, sie kriechen. Ich hoffe, da lag jetzt keiner mehr. Gut. Er hat's geschafft. Verschwinden. Okay, Willy. Ja. Ich komme. Wenn doch, ist wenigstens schnell vorbei, hä? Spider-Man, ich bin's, Yuri. Wie geht's, Captain? Könnte besser sein. Unsere Helis haben was abbekommen. Wir mussten den letzten aus dem Verkehr ziehen. Wenn sich Fisk einen Heli ruft, können wir die Landung nicht verhindern. Und niemand, der ihn jagt, wenn er wegfliegt. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass er das die ganze Zeit geplant hat? Weil es wahrscheinlich so ist. Junge, bei der Scheiße, die hier abgeht, kann er einfach in Heli steigen und sich verpissen. Let's go. Wir müssen wieder oben durch, oder was? Ah ja. The Horde is my people. Aber sehr schöner Gameflow bis hierhin schon. iWitcher mit dem 12. Vielen lieben Dank. Hier geht's wieder nach oben. Okay. Ja, 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 aber der wird ja unsere Tricks kennen. Wird mich sehr überraschen, wenn wir jetzt schon Fisk kaputt bekommen. Das wäre eigentlich eher... Verdammt. Yuri, schick die Sanitäter, schnell! Der Räudigen. Ich versuch's. Wie, ich versuch's? Die sind ja alle komplett im Eimer. Oh. Aber keine Sorge. Oh, Spidey ist hier. Boing. Junge! Oh oh. Achtung! Ja, das ist ein Problem. Hahaha, scheiße. Aber das Ding braucht bestimmt ein bisschen zum Nachladen. Schluss. Oh, darum haben sie gleich mehrere dabei, verstehe. Bisschen übertrieben, oder? Ja, natürlich. Zack, sehr gut. Du Elender, sagt er. Meine Fresse. Jo, der Mili-Raketenwerfer. Tschüss. Überlebt er das? Nein. Was? Ist nationaler Raketentag oder so? Hey, Mann. Man kennt's. Oh, shit. Die machen bösen Schaden, die Raketenwerfer. Das ist nicht cool. Wo stand der Bruder jetzt? Dort oben? Wo kam die her, die Rakete? Ich hab's nicht gesehen. Da ist er, der Räudige. Boom. Auf Wiedersehen. Erwischt. Das war der Onkel. Oh oh, ich hätte gern mehr Heilung. Aber die gönnen sie noch nicht. Vielleicht gleich. Was sind das für Statuen? Alter. Kompletter Samurai am Start. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass hier jemand ein bisschen zu viel Geld hat. Das hat er aber mit Sicherheit auf ehrliche Weise verdient, oder? Machen wir uns mal keine Sorgen. Ich empfange hier nur positive Schwingungen. Mann, wie sind die Jungs vom Bombenkommando hier durchgekommen? Ja, vermutlich gar nicht. Hey, Junge.
Die haben einfach alle Explosionen ausgelöst. Let's go. Er ist hier. Schlappt ihn. Hallo. Nur die Ruhe. Jeder bekommt was ab. Yo, wir haben hier extra ein paar Objectives liegen. Guckt mal, Männers. Oh. Hat da einer einen Raketenwerfer von euch? Nee, aber die überleben sogar. Das ist neu, Junge. Ups, schön aufpassen. Ah ja, jetzt wird uns das nochmal empfohlen, was ich vorhin random gemacht habe. Weil wir da dann an die Wand springen und auch einen geileren Move sogar machen können. Nicht schlecht, nicht schlecht, ey. Aber wir sehen schon, ich krieg gut aufs Maul, ne? Weg mit dir. Ausgezeichnet. Okay, alles klar. Das Bombenkommando ist schon voraus. Ich hoffe, sie sind okay. Na, bin ich mir nicht sicher. Wie komme ich denn rein? Soll ich selber aufmachen hier? Nee? Nee. Na gut, dann altmodisch. Seid ihr in Ordnung? Wir wollten gerade Verstärkung anfordern. Das bin wohl ich. Geh vor. Wir bleiben dicht hinter dir. Achtung, Boss. Oh. Die Schweine. Yo. Junge. Feinde mit Schilden blocken Angriffe von vorn ab, sind aber von hinten verwundbar. Okay, das heißt, wir jetten da einfach durch. Oder... gehen durch, rutschen durch die Beine. Ihr habt von Anfang an mit Fisk unter einer Decke gesteckt? Boah, die Bilder kriege ich nie mehr aus dem Kopf. Hey, Junge, bitte. Der Räudige, zack. Euer Plan ist also nicht aufgegangen. Dann weiter mit Plan B, einer ordentlichen Tracht Prügel. Yes. Wupp, ran da und durch da. Ne, was macht der denn? Der läuft ja noch verrückter, als ich hier rumspringe. Dann holen wir uns erstmal die Kollegen. Das war ja fürchterlich, Mann. So, moin, mein Freund. Ich bin ganz für euch da. Yes, Sir. Dann können wir uns den hier noch holen. Das funktioniert auch ganz gut, wenn die im Melee-Bereich am Start sind. Dass wir dann quasi das Teil um uns rumschleudern und alle so ein bisschen stunnen. So, weg mit dir. Der Eklige. Hey, Yuri, einige deiner Leute standen wohl auf der Gehaltsliste von Fisk. Die gute Nachricht ist, dass das Willys letzte Front war. Ich stehe direkt vor seinem Büro. Schalte ihn aus. Sofort. Mit Vergnügen. Alter, was ist das denn für ein Eingang hier? Ist er irgendein römischer Kaiser oder was? Heilige Scheiße. Aber cool, dass sie ihn erreichen konnten, hä? In dem Schlachtgetümmel. Dachte, ich bin hier der Einzige mit Netz. Aber die Verbindung steht. Super Hyper Power Walkie Talkie. Wow. Erstmal die Finanzen machen, Junge. Scheiße, Quartal ist wieder rum. Schreibst du deine Memoiren? Vergiss nicht den Bindestrich zwischen Spider und Man. Mach den Heli fertig. Ich komme gleich. Oh, damn. Erstaunlich, wie weit du gekommen bist. Aber deine Torheiten enden jetzt. Du weißt schon, dass ich dich immer noch sehe, oder? 8 Jahre lang diese Anmaßung. Oh, shit. Oh, für mich? War nicht nötig. Oh, oh. Muss meine Chance abwarten. Jo, Junge. Okay. Ja, was ist denn meine Chance? Wie greife ich die denn nachgeladen. An? Einspinnen? Ah, nee, mit R1. Okay. Ja, so, dass sie... dass die Sensorik nichts mehr erkennt. Das ist clever. Die ballern okay, echt jetzt. Die Säulen komplett weg. Nice one. Das stand aber nur kurzzeitig. Okay, verstehe. Wir müssen das doch ein bisschen anders timen. Das ist meine Chance. Ja, ja, jetzt ran. Und jetzt dann, bevor der andere wieder... Okay, sehr gut. Was machst du da? Boom. Ja, das ballert natürlich. Muss die Waffe einspinnen. So, und weg damit. Zack. Jo. Wie kann das sein? Was ist los, Willy? Du scheinst wütend zu sein. Ich werde dich vernichten. Gib dein Bestes. Oh Gott, der Hulk. Junge. Okay. Konter. Boom. Nice. Das ist meine Chance. Yo. Alter. Oh Gott. Alter. Verdammte Maschine. Kann ich ihn nochmal einspinnen? Ja.
Und dann machen wir aber was? Was war das Dreieck da drüber? Nicht so viel. Netze werfen, das konnte ich so schnell gar nicht lesen. Aber ich glaube, wenn wir ihn einspinnen... Oh, oh, oh. Beenden wir das! Dann können wir ihm was verpassen. Oh, juckt ihn aber nicht. So geht's. Ah, okay. Bäm, Junge. Haha, schön ins Maul. Junge. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was sie mit Herausfordern da meinten bei dem Modus. Bob. Und solange er eingesponnen ist, können wir ein bisschen rein. Ja. Aber sobald er wieder hitten kann, soll ich sehr, sehr schnell aus seiner Range, Junge. Oh, Fisk hat Bock. Aber ich auch. Macht nichts. Gönn doch. Er ist ja wieder frei. Er ist aber Sache von Sekunden hier. Kann ich ihn fokussen? Ich glaube, ja. Besiege Wulzen, ja, Fisk. Und du hast immer noch nichts gelernt. Alter, dass er so hart zuhaut, habe ich aber nicht erwartet. Du elende Nervensäge. Das ist meine Chance. Aber, wieso? Jetzt, okay. Wenn ich gedrückt halte, versuche ich ihn zu ziehen. Du stirbst genauso nutzlos, wie du gelebt hast. Wenn ich nur antippe, ziehe ich mich ran. I see. Ja, okay, okay. Das heißt, büpp. So, jetzt. Ja. Rums und weg. Ja, lieber schneller weg. Natürlich verführerisch, die ganze Combo reinzudrücken. Aber das steht da auch drauf, Junge. Da gibt's sehr schnell die Retourkutsche. Nee, 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 dann lieber einmal mehr verpissen. Lululu. Lululu. Zack. So. Ja. Läuft. Bam und weg. Ja, schön weg. Da kommt direkt der Schwinger hinterher. Bisschen heilen. Für die Sicherheit. Big Dodges. Ja. Zack. Juckt ihn irgendwie gar nicht, kann das sein? Oh Gott. Alter. Yo. Du bist der größte Abschaum dieser Stadt. Safe. Ha. Das gleiche wollte ich zu dir sagen. Ihr wisst, was zu tun ist. Umstellt ihn! What an Ad-Fight? Oh, don't tell me. Kann ich dich trotzdem erstmal netzen? Sehr gut. Oh, er judge schon. What? Okay, das ist ja wie unerwartet gewesen. Aber wie cool, ich bin jetzt angehauen und mein Anzug hat richtig so Risse oder was? Oder ist das wegen der Cutscene? Damn, Son. Na, wir müssen irgendwo anfangen hier. Sehr schön. Ich will keine Ausreden hören. Junge, da kommt er noch mit Ads um die Ecke. Wofür bezahle ich euch denn? Sehr schön. Wir können ihm seine Ads in die Fresse schlagen. Ich schaffe das alleine. Das ist Big. Ja, er will das alleine schaffen, hört ihr nicht? Ihr miesen Keks, so, weg mit euch. Komm, Köpfe. Junge. Er hat seinen eigenen Dude vermöbelt. Das ist ja schön. Ja, aufpassen. Fisk hat Bock, Fisk hat Bock. Wir ziehen uns mal hier rüber. Oh, da kommt er schon wieder. Oh, da kommt er schon wieder. Junge. Oh, und er dodgt so massiv, wenn ich ihn nicht eingesponnen habe. Aber wir haben die Ads gleich. Come on, der ist weg. Der ist auch weg. Sehr schön. Vorsicht jetzt. Fokusleiste ist voll. Oh, wir müssen ihn aber trotzdem nochmal versuchen einzuspinnen. Sehr, sehr gut. Und dann hier Combo jetzt. Boom. Oh ja. Das hat auf jeden Fall gesessen. Sehr, sehr schön. Und weg. Ohoho. Jetzt wieder nur wir beide, Big Boy. Schön. Ja, zack. Oh nein, oh, nicht so schön. Nicht so schön. Schön zur Seite. Und wir stoppen ihn wieder. Ja, deutlich entspannter. So. Aber der hat immer noch Bock. Junge, wie kann man so viel aushalten? Der Vergleich zu den anderen Ads. Yo. Aber, ich weiß nicht, wirst du müder? Irgendwie nicht so richtig, oder? Come on, jetzt. Au. Oh, das war aber eine Bombe. Yo, muss ich doch was anderes machen? Das fühlt sich gerade nicht sehr gut an. Ah ja, here we go. Oh, oh, oh. Oh, scheiße. Oh, bam. Big Quick Time. Das fühlt sich schon besser an. Moin. Sollten wir uns küssen? Vielleicht später. Wow, und der hängt genau vorne runter. Das war ja schön. Hatte kurz Angst, dass er mich noch vermöbelt, ey.
endlich geht's nach Rikers, hä? Huh? Tja, ich glaube, du hast da drin mehr Feinde als ich. Wenn du glaubst, dass das mehr als ein kleines Ärgernis ist. Wupp, ich muss los. Hey, viel Glück, Willy. Ich habe das Gefühl, du wirst es brauchen. Muss los, Bruder. Idiot! Ich habe in dieser Stadt für Ordnung gesorgt. Ein Monat. In einem Monat willst du mich wieder zurück. Hey! Kingpin wandert hinter Gitter. Das Ende einer Ära. Ich sollte das feiern. Vielleicht sollte ich Urlaub machen. Ja, das war's mit Spider-Man, Leute. Direkt den Endboss genutzt, easy. Was haben wir denn? Innovator. Halte Dreieck gedrückt, um eingesponnene und elektrifizierte Gegner zu greifen und sie zu werfen. Das ist ja spannend. Okay, oder Verteidiger. Ach, warte, wir kriegen erstmal ein Tutorial, was Skillpunkte sind. Gut, das kennen wir. Perfektes Ausweichen. Drücke Dreieck, wenn dein Spinnensinn blau wird, um Gegner mit einem Netzschuss ins Gesicht zu kontern. Generiert Bonusfokus. Oh, das werde ich vermutlich nie geschissen bekommen, wenn ich versuche darauf zu achten. Wir kennen ja mein perfektes Blocken und so. Aber das wird bestimmt ab und zu random passieren und dann ist es echt willkommen. Oder Netzschwinger. Halte für einen Sprungtritt in der Luft Viereck gedrückt und lass Gegner fliegen. Das ist auch cool. Aber dann ist er halt auch weg von uns, ne? Dann müssen wir erstmal wieder noch irgendeine Combo bringen, um wieder ranzukommen. Ich glaube, Verteidiger ist cool. Das gönnen wir uns. Yes, perfektes Ausweichen in der Move-Liste. Die Move-Liste und Figuren haben wir 2. Wunderbar. 23 Jahre alt, 75 Kilo. So viel habe ich mit 10, glaube ich, auch gewogen. Lull. Pseudonyme freundliche Spinner aus der Nachbarschaft, Netzschwinger und Tiger. Tiger ist gut. Move-Liste. Ja, da haben wir ja gerade schon ein bisschen was gezeigt bekommen. Und DLC, Hauptstory, Raubüberfall, Revierkämpfe, Silver Lining. Oh, die kenne ich gar nicht. Aha, mal sehen, wie viele Charaktere ich überhaupt kenne. Was machen wir jetzt? Ah, danke. Parker, wo sind Sie? Die Kommission wird bald hier sein. Wir müssen einen Gerätetest durchführen. Ich bin fast da. Nur noch ein paar Blocks. Ich glaube, ich mache es selbst. Nein, nicht. Es ist gefährlich. Tja, das war's für den Boss, oder? Wir konnten Fisk schnappen. Mir gefällt Docs Enthusiasmus, aber manchmal bringt er sich in Schwierigkeiten. Ich beeile mich, bevor er sich noch wehtut. Aber dafür sind all unsere Freunde gestorben, weil sie überlegt haben, was passiert wohl, wenn ich mit meinem Toaster baden gehe. Tja, Peter hat mich nicht aufgehalten. Sowas Dummes. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Aber das haben sie wirklich unglaublich geil eingefangen. Mein letztes Mal Spider-Man war auf der PlayStation 1. Das war auch schon cool gemacht mit so Kletterpassagen, wo man dann während des Kletterns von einem Heli beschossen wurde. Und dann, ja, das war ja auch perfekt ausgeführt von mir. Und dann musste man wegklettern von den Geschossen und man hatte auch schon so die Möglichkeit, Netze um seine Fäuste zu wickeln, den Nahkampfschaden zu erhöhen und. Hatte Missionen mit Bosskämpfen, hatte so Geisel retten und so dabei. Aber das ist ja komplett nicht vergleichbar mit dem, was wir hier gerade sehen. Einfach nur schön. Dazu dieser saudämliche Humor teilweise, der einfach bei Spider-Man auch dazugehört, finde ich. Ist halt auch ein junger Bursche, ne? Das würde bei Iron Man vermutlich ein bisschen anders aussehen oder bei einem Captain America Game, Junge. Das wäre nochmal ein anderes Level, würde ich sagen. Aber overall, Straßen sind auch schön belebt, ja? Hat er mich gerade gefragt, was ich da trage? Junge, der kennt Spider-Man einfach nicht. Ich bin direkt vor dem einzigen NPC gelandet, der Spider-Man nicht kennt. Ehre. Halte L3 in der Luft gedrückt, um zu hechten. Können wir das gerade nochmal sehen? Wie hechte ich denn? Ja, so auf jeden Fall nicht. Ja, hechten? Oh, okay, ich hechte nach unten. Ja, sorry, ich wollte das nur ausprobieren. Oh Gott. Die haben jetzt ein Trauma für immer, ne? Die denken sich, wenn sie Spider-Man sehen, scheiße, der gibt mir gleich eine Kopfnuss aus der Luft. Obacht, Obacht. So, hier geht's rein. So ungewohnt, Türen nochmal aufzumachen. Sorry, bin zu spät. Sonst immer eingetreten, kaputtgeschlagen, rausgerissen. Wow. Aha. Sie haben schon angefangen. Die Direktorin der Fachkommission wird bald hier sein. Gar nicht, Sass. Schon gut, Parker. Ich habe das alles erdacht. Ich komme schon damit zurecht. Die Energiedämpfer.
Oh oh. Oh Mann. Sollen wir abbrechen? Noch nicht. Ja, was soll passieren? Warten Sie! Junge, Mimiron Hartmode gestartet. Dr. Octavius, alles okay? Ein weiterer Rückschlag. Aber wir sind nah dran. Ja, ja, weitermachen. Klar. Ist jemand verletzt? Nein, das war alles meine Schuld. Die Energielevel waren höher als erwartet. In gewisser Weise ist das eine sehr positive Entwicklung. Es riecht aber nicht gerade positiv. Mhm. Ich versichere Ihnen die nächste Phase. Lassen Sie uns nichts überstürzen. Können wir das vielleicht irgendwo anders besprechen? Nehmen Sie sich den Rest des Tages frei, Peter. Aber... Wir reden später. Das war jetzt unser Auftritt hier, geil. Kurz reinkommen, Leben retten, man kennt ihn. Das war eine Katastrophe. Yes. Wie konnte der Dämpfer ausfallen? Der Doc hat gesagt, ich soll mir den Tag freinehmen. Aber ich muss rausfinden, was schiefgelaufen ist. Vielleicht Manipulation? Damn, vorhin das Timing war auch geil mit den Bits, ja. Ghost Dragon, dankeschön. Das war auch stabil. Aber wer weiß, was passiert, wenn wir hier jetzt die falschen Knöpfe drücken, hä? Fliegt er das Labor noch nachträglich in die Luft? Oh, das sieht übel aus, mein Freund. Das ist alles, was ich hier machen kann? Der Doc. Er bastelt die Fremde. Mal sehen, was dir fehlt. Okay, wir haben einen Kasten. Ich hoffe, das ist jetzt kein Elektronikrätsel oder so. Man darf gespannt sein. Ja. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Servokontrollfahrt beschädigt, Servomotor verbinden und Spannungssteuerung. Alles Fehlschlag. Mhm. Schaltkreis durchgebrannt. Oh nein. Verdammt. Wenn ich das geprüft hätte, wäre mir das aufgefallen. Ah, es ist so ein Bioshock-Ding. Die Energiesteuerung des Arms ist beschädigt. Zum Fortfahren X drücken. Stelle eine Verbindung zwischen dem grünen Startteil und dem orangefarbenen Endteil her. Kann ich die aufdecken? Nein, die sind blockiert. Ich kann... Was genau kann ich tun? Ich kann die nur drehen. Ah, wait. Was kann ich genau drehen? Das hier oben? Das ist auch blockiert. Ich muss erstmal welche aus meinem Inventar nehmen. Aber die, die schon da sind, die sind fest, so wirkt es. Okay, dann nehmen wir einfach erstmal das, drehen das und setzen es woanders hin. Entfernen. Achso, ich muss direkt die Position auswählen quasi. Wenn ich sage, hier will ich was haben, dann springt er ins Inventar. Dann muss ich es drehen und dann sitzt es da auch. Ah, okay. Na gut, ich glaube, das ist machbar. So? Ja, ich meine, wenn das so gewesen wäre, damals auch im Physikunterricht, dann wäre ich heute vermutlich Physiker, Junge. Wenn man den ganzen Tag nichts anderes macht als das hier. Dann bin ich aber voll dabei, Junge. Ist er genau abgezählt mit den Teilen? Aha. Ja, so gesehen süßes Rätsel, oder? Nachdem ich Zelda gespielt habe, lache ich da aber drüber. So. Geschafft. Nice. Komponente repariert. Oh wait, das war nur eine von drei, oder? Ich lach doch nicht. Nein. Okay, muss die Servosteuerung umleiten. Ich lach doch nicht. Einige Stromkreisteile erlauben nur Verbindungen aus bestimmten Richtungen. Ah ja. Oh, jetzt haben wir schon viele andere Teile. Ach du Scheiße. Wie basteln wir das dann? Können wir auch von unten anfangen? Wäre vielleicht gar nicht so unsinnig, oder? Wenn wir sagen, hier unten pappen wir erstmal so eins hin. Und... Dann... sind hier jetzt die Strömungsrichtungen. Das heißt, den kann ich da nicht drehen, oder was? Ah ja! Den kann ich doch drehen. Hä, dann ist es doch egal, ob ich eins oder zwei da nehme. Der geht jetzt nach unten, der geht nach rechts, ja. Das hat er dann hingehauen. Das heißt, wir könnten jetzt... Oh, wait. Wir könnten jetzt hier sagen, wir nehmen... Auch wieder so ein. Ah ne, wobei der fließt jetzt nach oben. Und hier fließt er nach unten. Boah.
Das raff ich doch aber nicht beim Drehen, oder? Ist der dann richtig, wenn ich den jetzt hier drehe? Like this? Nee, dann fließt er nämlich in die falsche Richtung, ne? Aha. Okay, das heißt, da müssten wir doch wieder den anderen nehmen. Sodass das dann in die Richtung fließen kann. Boah, das ist ja jetzt Mathe Endlevel. Okay, aber wenigstens habe ich das verstanden. Imagine, ich hätte jetzt fertig gebaut. Und dann hätte das einfach überhaupt nicht hingehauen. So, dann können wir hier jetzt... Oder hätte ich die andere Richtung? Jetzt haben wir nur noch 1, 1, 1. Oh, das kann eigentlich gehen, oder? Wenn wir den jetzt nehmen, like this. Der fließt da rein, der fließt da runter. Dann setzen wir hier den rein. Und hier oben den letzten. So rum. Sehr schön. Okay, und jetzt? Oder? Ich bin Elektriker. Let's go. Und jetzt die Spannung neu ausgleichen? Um die Spannungssteuerung einzustellen, musst du auch die Spannungsanforderung erfüllen. Ey, ich weiß nicht, ob ich die Rätsel gerade in Spider-Man gebraucht hätte, ne? Die Spanne, jetzt ist ja wirklich Physikunterricht. Manche Stromkreisteile verfügen über eine positive oder negative Spannung. Hui, alles klar. 1 oder 2? Ja, erkenne ich das schon irgendwo? Ich glaube, nein. So, du kommst hier hin. Du kommst dahin. Du machst dich dorthin. Okay, das sieht absolut richtig aus. Dann müssen wir dich jetzt nach unten leiten. So. Und dich dann hier rein. Und das ist es nicht. Das ist es nicht. Das heißt, du musst raus, du musst raus. Und der Zweier muss hier hin. Damit wir dann beim Ziel auf die 3 kommen. Oder was? Ah! Okay. Das hat eben nicht hingehauen. Müssen wir die obere Anzeige im Auge behalten. Auch noch, Junge. Aber hat sie gelohnt. Sehr gut. Here we go. Ja, Studium abgeschlossen, ne? Gar kein Problem. Chloe, gute Nacht. Mal sehen, ob es geklappt hat. Bin gespannt. Hm, wie testen wir das jetzt mit der Hand am besten, ob das funktioniert? Ah, gar keine Idee leider. Das ist ja doof. Vielleicht haben wir irgendwie eine Karotte oder so, die wir da jetzt in die Hand stecken können. Arm bewegen. So gut wie neu. Nice. Können wir auf ein Hip-Hop-Konzert gehen hier. Yay. Na, läuft. Doc hat neue Materialien für Prothesen getestet. Ich sollte es mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Ja, die repariere ich auch. Gar kein Problem. Da hinten soll das sein. Erstmal Zunge dran halten. Ja. Und dann lässt du die nicht mehr los, die Zunge. Dann ist das wie an so einer kalten Eissäule, ne? Schön einmal rangeschlabbert und für immer gefangen. Was bist du denn? Audiophile? Heute ist ein großer Tag. Prüfung des Zuschusses. Wir sind bereit. Die Arbeit hat beträchtliche Fortschritte gemacht. Ehrlicherweise hätte ich nie gedacht, den Zugaktuator auf ein akzeptables Toleranzniveau bringen zu können. Aber Parker, er ist ein einmaliger wissenschaftlicher Querdenker. Ich wollte gerade ein maßgefertigtes Ersatzteil bestellen, als er vom Eisenwarengeschäft ein Lösungsmittel und eine Zahnbürste mitbrachte. Mhm. Bang! Aktuatorproblem gelöst. Der Junge ist ein Genie. Ein Genie, das chronisch zu spät kommt. Oh, es ist schon 10 nach. Wo bleibt er? Er kann unmöglich die Prüfung vergessen haben. Ich habe sie enttäuscht, Doc. Oh nein. Wir haben die Stadt gerettet und ihn enttäuscht. Da sind auch mehr von diesen Händen. Gar nicht creepy. Hast du auch so eine automatische Hand zu Hause? Nee, kann ich mir nicht leisten. Ich muss meine eigene Hand für alle Arbeiten nehmen. Das ist erstmal eine Scheiße. Ja, wäre schon lässig, oder? Gerade wenn auch unten im Geschirrspüler bei diesem Filter irgendwas verstopft ist. Irgend so ein richtig keimiges Stück Fleisch oder so, das man vergessen hat. Und dann muss man da schön in diese Sotsche reingreifen und das selber rausfriemeln. Dafür so eine Robohand? Das wäre schon lässig. Peter, ich danke nochmal für die Gutachten. Kreuzgutachten sind das Rückgrat der Wissenschaft. Bei der Vorbereitung auf die Anprobe stiegen Zweifel in mir hoch und ich fragte mich, ob das wirklich die beste Methode des Gliedmaßenersatzes sei. Töricht, ich weiß, aber ich frage mich, gibt es einen anderen Weg? Ja, statt einer Hand bauen wir jetzt erstmal den mechanischen Killer-Cock. Darum haben wir auch ein Mikroskop hier. Doc hat einen neuen Kontaktwerkstoff für Prothesen getestet.
damit wir auch das richtige Vorbild finden können. Dein Ziel ist es, die unbekannte Substanz anhand ihres Absorptionsspektrums zu identifizieren. Zum Fortfahren X... What? Verwende Fragmente der unbekannten Substanz und bringe die Absorptionslinien im Spektrum in Einklang. Bewege den Cursor mit links, drücke X, um ein Fragment aufzuheben. Sorge dafür, dass die Muster übereinstimmen. Okay. Mit L und X, um ein Fragment aufzuheben. Das heißt, das nehmen wir... Ach so, wait. Wir müssen... Ja, das ist es dann auf jeden Fall nicht, ne? Das müsste das ganze linke sein. Das hier, oder? Das müsste dann hier reinpassen. Oder auch nicht? Sind noch weiter auseinander. Ist es dann das hier? So? Ah, okay. Das ist nur eins. Ah, Junge. Okay, ich dachte, ich muss diese schwarzen Striche jetzt irgendwie schieben, um die richtige Farbkodierung hinzukriegen, aber das geht ja noch. Okay, oh, ich hatte ein ganz anderes Bild von dem Rätsel. Das geht ja noch. Das ist ja wie Streifen zählen auf so einem Bienenhintern. Sehr gut. Hydrogel-Polymer-Komposit. Stark, aber sehr hohe Impedanz. Ja, ja. Doc sollte lieber andere Materialien ausprobieren. Dachte ich mir auch gerade. Also hier die Impedanz, da müssen wir aber gucken jetzt auch. Vorsicht. Junge, sind das viele Fläschchen. Okay. Ich sollte verschwinden, bevor ich die Sache für Doc noch schlimmer mache. Reagenzgläser? Bei der ganzen Elektronik steht das rum. Wenn ich hier rausgehe und auch nur eins umwerfe, dann haben wir gleich 30 neue Krankheiten hier. Allein in diesem Labor. Gefährlich. Ein altes Sprichwort sagt, wenn's gut werden soll, mach's dir selbst. Und deswegen waren wir auch hier der alleinige Rätsellord, oder? Perfekt. Ja, das war doch nett. Oh. Das wiederum sieht nicht so nett aus. Aber erstmal in Position. Mein anderer Job. Big EP. Spider-Man, hier ist Yuri. Ist Fisk schon in Rikers angekommen? Nicht Rikers. Unser Mann genießt die VIP-Behandlung. Er ist im Raft. Ah, zusammen mit Scorpion, Electro und dem Rest. Fisk wird sich wohlfühlen in dieser Gesellschaft. Kannst du zum Revier kommen? Ich habe ein Problem, das nach deinen einzigartigen Fähigkeiten schreit. Für dich, Yuri? Jederzeit. Bin unterwegs. Yuri. Oh, oh, oh. Okay, Yuri, sorry. Ich sag schon nichts mehr. Na, ihr? Kann ich euch auch boxen? Anscheinend nicht. Es gibt eine neue Episode von Just the Facts. Mal sehen, was mein größter Fan über Fisks Niederlage denkt. Was, jetzt können wir einen Podcast hören, oder was? Willkommen bei Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Hörer wie Sie die Probleme unserer Stadt besprechen mit dem Pulitzer-Preisträger Zweifachen. Zweifachen Pulitzer-Preisträger und ehemaligen Herausgeber des Daily Bugle. Hey, mehr Werbung fürs Buch! Und wie immer, wenn Sie Mr. Jamesons Buch Spider-Man Gefahr oder Bedrohung in den nächsten 24 Stunden bestellen, erhalten Sie eine signierte Ausgabe. Keine Widmung, Sie brauchen gar nicht erst zu fragen! Dieser Typ. Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Sie von Gefahren hören, die Sie bisher gar nicht kannten. Komm mal gleich zu den Anrufen. Sprechen Sie. Okay, also man muss Spider-Man doch lassen, dass er Wilson Fisk eingebuchtet hat, stimmt's? Ich meine, ein Gangster-Boss weniger ist für alle gut. Ist das so? Sagen Sie, sind Sie Polizist, Staatsanwalt, vielleicht ein preisgekrönter Reporter mit jahrzehntelanger Erfahrung wie ich? Nee, ich bin Klempner. Gut. Dann reparieren Sie mein Klo und halten Sie die Klappe! Ich erkläre Ihnen mal was über Gangsterbosse. Sobald einer weg ist, entscheidet jeder Penner mit Knarre, Jogginghose und kiloweise Goldketten, dass er der nächste Pate ist. Es wird einen Bandenkrieg geben. Aber interessiert das diesen bescheuerten Spinner? Natürlich nicht. Er war im Fernsehen und nur das zählt. Ha! Jetzt kann ich Kupferrohre kaufen, ohne jemanden zu schmieren. Junge. Bis zu dem Bandenkrieg bin ich auf der Seite des Spinners. Reden wir weiter, wenn drei neue Banden bei Ihnen Schlange stehen, um für das Rohr dreimal zu kassieren. Oder Ihnen die Beine zu brechen. Wiederhören! Ach, eines Tages, Jonah. Ich krieg dich noch so weit, dass du was Nettes über mich sagst. Eines Tages. Junge, das war ja komplett krank. Was ist denn sein Scheißproblem? Nice, guter Podcast. Oder was auch immer das werden sollte. Interviewreihe, Radiobeitrag, I don't know. Aber gerne wieder. Gerne wieder. Stimmung neutral, würde ich sagen. Kinski-Podcast, ja. Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst?
dass ich den ganzen Mist leid bin. Klingt plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Dieses Jahr gibt's keinen Ball. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Bis vor einer Stunde. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Oh oh. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus. Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett. Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Ich liebe Prüfungen. Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. Ich sehe mir mal den Turm an. Lass mich raten, bei jedem Turm muss ich ein Elektronikrätsel machen? Oh nein. Die Eingangsfrequenzen wurden verschoben, raffiniert. Passe die Wellenlänge an. Bro, wie viele Rätsel haben sie hier drin? Gut, wie mache ich das? Einfach so? Machen wir eine schöne Sinuskurve? Sicherlich, dass sie sich irgendwie dem Roten angleicht, oder? Like this? Und dann so ein bisschen rüber? Ja, ich weiß nicht wirklich, was ich tue, Leute. Ich weiß es nicht. Aber das sieht doch schon ganz gut aus. Sind jetzt 900 Türme. Elektriker. Ich arbeite. Mein Turm ist gerade wieder online. Warst du das? Als nicht bloß eine hübsche Maske, was? Was immer du auch getan hast, kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar, aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn zu reparieren. Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Ah. Ich habe Einheiten in der Nähe. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Oh, das ist wie so ein Aussichtspunkt bei Assassin's Creed. Aber ich wollte gerade Alexander Markus singen, das unterbricht man doch nicht. Oder vielleicht doch besser so. Jetzt können wir aktive Verbrechen scannen. Geil. Denestrio mit der 51. Dankeschön. Darauf erstmal eine neue Podcast-Folge. Ich mache mir Notizen, ja. Los! Schläger. Pass auf, okay? Oh, schönes Brecheisen. Leise und unauffällig, Männer. Oh, das sind aber viele. Was ist denn da drin? Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen. Das fürchte ich auch. Hey, moin! Oh, blockt der gerade? Gegner mit Nahkampfwaffen blocken die meisten Angriffe ab, sind jedoch anfällig für die Luftschleuder, Netze und Wurfobjekte. Okay, bumm, na dann. Gleich in der Luft hier nochmal. Schön vermöbeln den Onkel, geil. Oh, dann geht's weiter, Jungs. Schönes Lagerhaus. Haben wir gut was zum Werfen hier in der Nähe. So, weiter geht's. Oh Gott, schön die Mülltonne auf dem Nischel. So. Kann er uns alle besiegen? Ja. Ich bin dran. Du bist dran. Alles klar, mein Freund. Oh, das sind aber noch ein paar mehr hier. So. Du bist schon mal weg. Unfair. Auszeit. Auszeit. Okay. Noah, das ging doch. Ein paar EP gebracht. Okay, erledigt. Vielen Dank. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Yuri. Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Stadt. Was? Nein, 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 nein. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Ey, Mann. Bitte nicht. Ich glaube, ich wäre auch ein guter Spider-Man. So rein von dem, was er labert. Alle hassen es komplett, aber er hört einfach nicht auf. Das ist im Grunde meine Lebensgeschichte. Spidey. Aber da müsste man sich jetzt von einer Spinne beißen lassen, da ich nicht so Bock drauf. Schade. Du bist also der Spitzel. Verschwinde, Mistkerl. Ja, das ist sie. Ich sagte, verschwinde. Ja, noch mehr am besten. Lasst mich in Ruhe. Für eine. Ganz ruhig, Lady. Fasst mich nicht an. Hilfe, Hilfe. Lasst sie los. Boom, Junge. Spider-Man. Brecher? Ah, der Dicke. Die blocken deine Nahkampfangriffe, Netze und Wurfobjekte einsetzen, um sie verwundbar zu machen. Wird aber langsam echt eine Menge mit dem Tutorial, hä? Wir haben viele Optionen hier immer. Holy shit. Okay, du bist nicht der Brecher, aber wir wirbeln trotzdem erstmal ein bisschen rein hier, hätte ich gesagt. So. Oh shit, da hat einer Bock. So, Parkour. Wow. Ja, die kriegt er aber trotzdem auch in die Fresse. Vor allem kommen die gerade so überhaupt nicht ran. Ich kann die einfach reinspammen. Let's go!
Das war ja schön. Junge. Spider-Spam. Böp. Jau, coole Szene. Das haben sie natürlich drauf in den Comic-Games, ne? Dass sie hier ein paar geile... Szenen gezaubert bekommen. Bruder, chill mal. Wupp. Gulli für dich. Hau ab, oder sie ist tot. Lass mich los. Okay. Rette die Geisel, bevor die Zeit abläuft. Benutze L, um das Tier anzuvisieren. R1, um den Gegner zu entwaffnen. Red, ich muss selber zielen? Ja, das geht ja noch. Okay. Boom, Junge. Cool. Freust du dich? Alles okay, Ma'am. Ich wusste, dass Jameson Unrecht hat. Du bist ein bisschen seltsam, aber du hast ein gutes Herz. So. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher. Nur für alle Fälle, es gibt da das Feast-Center. Kenne ich. Ich will keine Almosen. Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich habe schon lang keine mehr gegessen. Ich schau mal vorbei. Danke, Spider-Typ. Das heißt Spider-Man, Ma'am. Oder Tiger. Von hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können. Ayo? Das geht jetzt wirklich eine halbe Stunde so, pro Turm. Das sind wirklich 1000. Holy shit. Ein Brecheisen ist die Mutter aller Schlüssel, finde ich aber gut. Vielleicht haben die wirklich nur ihren Schlüssel verloren, ne? Und wir haben die einfach zusammengeschlagen, Junge. Kommt Spider-Man vorbei und haut ihr erstmal komplett in die Fresse. Geil. Aus erhöhter Position sondiert Spider-Corp sein nächstes Ziel. Oh Gott, der ist so drin den jetzt. Zweiten Kontrollturm. Hey, Mann. Kommentierst dich selbst? Was? Nein, natürlich nicht. Na. Der Chief hat Spider-Corp nie richtig verstanden. Hielt ihn für unberechenbar. Ich bereue es bereits. Junge Ehre. Er macht einfach sein eigenes Commentary. Kann ich gar nicht leiden, wenn Leute sich selber kommentieren. Wo soll das denn hinführen? Einfach nur Krise, Leute. Wer sowas macht, richtig lost des Todes. Wie du sein Gesicht einfach in den Asphalt gedrückt hast als Engage. Ja, das war nicht mal der Finisher, ne? Das war einfach, ja moin. Schön von oben. Das hat wirklich ein bisschen Assassin's Creed Feeling, aber im positivsten Sinne, ne? Erhöhte Position gesucht und dann richtig geil mit dem Hammer ins Maul. Oder halt mit der Spider-Faust, das geht auch. Ja. Schlosser ist ein gefährlicher Beruf, ja. Haben wir gesehen gerade, oder? Oh, wie stehe ich denn hier jetzt? Ein bisschen Knie zeigen, Bruder. Stabil. Aber ist schon sehr fett, oder? Auch die Lichteffekte. Wow. Paar Vögelchen. Hier jetzt ein kühles Bierchen zwischen, oder? Lecker Bierchen auf dem Dach. Mit der Aussicht. Boah. Kann man mal machen, würde ich sagen. Aber stattdessen dürfen wir was ähnlich Schönes tun. Wir dürfen diesen... Ich kann die Türme verändern, dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. Turm reparieren. Okay, wir brauchen relativ hohe und sehr dichte Berge. Also, like this. Ja, komm, das ist schon sehr ähnlich, oder? So. Noch ein bisschen. Ja, da war's doch gerade. Nee. Jetzt. Ja, Millimeterarbeit hier mit meinen fetten Fingern wieder. Junge. Gut, dass ich nicht wirklich an dem Kasten da rumfriemeln muss. Da würde ich meine Hand nie wieder rausbekommen. Volltreffer. Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen. Auch eines in der Nähe. Was ist das? Was ist das? The Unknown? Nee, das ist ein Rucksack. Was? Was ist denn ein grünes Rucksacksymbol? Das war aber schon da drüben, ne? Habe ich richtig gesehen. Na, wir schwingen mal hin. Lululu. Okay. Ja, jetzt bloß nicht in die Autos rein. Ich glaube, das könnte schon ein bisschen kacke werden. Aber hier sind wir richtig, oder? Nochmal reingescannt. Ich glaube, ich bin schon drüber sogar. Hello. Irgendwelche Rucksäcke hier? Nee, da ist es. Aha. Es piept. Piept nochmal. Da unten. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Da hängt es. Da hängt wirklich einfach ein Rucksack? The fuck? Oh, wow. Einer meiner alten Rucksäcke aus der Highschool. Hab vergessen, dass ich Verfolgungspunkte angebracht habe. Oh, wow. Ja, das erklärt natürlich, warum das jetzt random war. War sehr verwirrt. Wie viele davon wohl in der Stadt verstreut sind? Finde Ruck... Yo, was? Ey, stop it.
Okay. Finde Rucksäcke, um Rucksackmarken zu verdienen, Standardwährung in jedem Game, mit denen du bessere Ausrüstung herstellen kannst. Aha. 1 von 6. Heilige Scheiße. Okay. Rucksackmarken. Menükarte vom ersten Date. Noch da? Es gibt einen Überfall, ein paar Blocks entfernt. Spider-Corp ist unterwegs. Halb Mensch, halb Spinne, ganz Korb. Junge. Dieser verdammte Gestörte. Stoppe den Raub. Na gut, jetzt kriegen wir noch so ein bisschen Tutorial hier. Ne? Das fühlt sich nicht gerade nach Main Story an. Aber die freundliche Spinne muss natürlich auch so ein bisschen hier das Verbrechen bekämpfen. Das ist ja ganz klar. Hallöle. Weiß gar nicht, wie sich das dann entwickelt. Wie viel Freiheiten wir gleich bekommen oder nicht. Hi, Leute. Spider-Man, knallt ihn ab. Oha, big move. Boom. So, Freunde, ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Aufpassen, dass wir jetzt nicht die Onkels vermöbeln, die da sitzen und nur in Deckung sind. Hohoho. Yo, wieso lebten ihr so lang? Ihr seid doch nur irgendwelche Dulli-Banditen, oder nicht? Boop. So, schön an die Wand gehauen. Zack. Ja, geht doch. Die Räudigen. Oh, da kommen noch mehr. Noch mehr? Wenn ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. Das stimmt allerdings. Junge, da hättest du jetzt schön Feierabend und könntest auf ein Bierchen vorbeikommen hier auf dem Dach. Aber nee, lieber Scheiße bauen. Das arme Auto. Kann doch nichts dafür, Junge. Wupp. Scheiß Laterne. Okay, Yuri. Ich werde jetzt den letzten Turm in Chinatown reparieren. Du meinst, Spider-Cop repariert ihn? Ich hab nachgedacht, Yuri. Polizeiarbeit ist was für junge Männer. Und Spider-Cop, nun ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Schür jetzt bitte keine falschen Hoffnungen. Spider-Cop ist ab heute offiziell im Ruhestand. No! Oh, Gott sei Dank. Ich brauche einen Drink. Wir werden heute Abend anstoßen, Yuri. Ja, sieht in er. Erinnerung an Spider-Cops unermüdlichen. Yuri? Yuri, bist du noch da? Ich nehme an, die Gefühle haben sie überwältigt. Das muss es sein. Ganz genau. Das denke ich mir auch immer. Wenn ich abends, wenn Shai eigentlich schlafen möchte, einen Haufen Unsinn erzähle, sind es einfach die Emotionen, die sie ausgenockt haben. Ja. Lasst euch da nichts anderes erzählen, Leute. Mal sehen. Ah, das kriegen wir hin. Warte, wir brauchen diese Türmchen. Wow! Naturtalent einfach. Ich bin der größte Elektriker, der je gelebt hat. Hat man am Anfang ja gesehen mit dem Toaster. Huh? Level A. Stufe 3. Erhöhter Nahkampfschaden. Jo, 10% nehme ich. Nicht gut. Nachher gibt es noch Fotos von meinen 3 Brusthaaren. Spidey-Fans. Die Werkzeuge für die Reparatur sind im Labor. Ob Dr. Octavius wohl schon Feierabend gemacht hat? Ja, ich fürchte, der Bruder macht demnächst für immer Feierabend, hä? Soll ich jetzt nochmal scannen? Da ist noch so ein Rucksack. Ja gut. Doktor, wie ist es mit der Kommission gelaufen? Tut mir leid, dass ich alles verdorben habe. Ach was, Peter. Kurz vor dem Durchbruch sind Sie einfach nur nervös. Sie werden sich beruhigen. Wie immer. Soll ich zurück ins Labor, um aufzuräumen? Nein, nein, ich gehe jetzt zum Abendessen. Wir machen morgen weiter. Kurze Pause, dann arbeiten wir weiter an der Zukunft. Ja, kurze Pause. Wenn man doch seinen Optimismus verkaufen könnte. Anscheinend hat er das Labor für heute verlassen. Dann kann ich in Ruhe an meinem Anzug arbeiten. Ah ja, dafür nutzen wir das Labor, verstehe. Aber ich bin leider zu blöd, immer die Rucksäcke zu erkennen, wenn ich kurz davor stehe schon. Da ist er einfach. Junge. Einfach überall. Wir haben eine Körperverletzung. Haben einen Vorfall in Dutchtown. Over. Die Zeichnungen. Wie geil. Davon habe ich auch einige. Habe ich alle aufgehoben. Die erste habe ich damals bekommen, als ich meinen untoten Magier-Let's Play gemacht habe. Auch ein sehr junger Zuschauer was gemalt. Mein Magier mit Wasserelementar. Alles aufgehoben. So, da ist auch noch einer, aber ich sehe nicht, wie weit die entfernt sind, oder? Er könnte jetzt gefühlt auch in einem anderen Stadtteil sein. Aber vielleicht... Vielleicht gucken wir uns da trotzdem an. Let's go. Ja, hier drüben, Mensch. Wir können nicht alles mitnehmen. Ich sammle gerade Rucksäcke. Ist viel wichtiger als eure komischen Überfälle und so. Irgendwo hier muss er sein. Ah ja. Guck mal. Jetzt mit Säule. Gut, wenn man die Säule sieht, ist natürlich
Bisschen lässiger. Und den hat keiner geklaut. Eine Plüschfigur. Plüsch-Spider! Ein Spielzeughersteller hat diesen Prototypen hergestellt und will eine Lizenz von mir. Leider müsste ich meine Identität preisgeben, um Geld zu bekommen. Ah, nice try. Aber er hat auch stabilen Hintern, oder? Guck mal, Chonky Spidey Boy. Nicht schlecht. Sie haben aber diesen Plüsch-Effekt echt gut hinbekommen. Ist bestimmt gar nicht so leicht, diese Textur hinzukriegen. Nice. Was hatten wir noch? Ich habe nur seinen Ballon vor dem Wegfliegen gerettet und er hat mir das gemacht. Auf die kleinen Dinge kommt es an. Ja, und auf seine sehr großen Hände. Er hat einfach den Ballon gerettet. Er hat nicht mal den Vater gerettet oder so, sondern den Ballon. Und die Menükarte. Die Speisekarte vom ersten richtigen Date mit MJ. Ich hätte sie gern edler ausgeführt. Aber es macht ihr nichts aus. Sehr gut. So ist schön. Move-Liste, Mission, Fertigkeiten. Bei Figuren wollte ich kurz gucken. Ah, da blitzt der vorhin, als wir über die Kollegen im Knast geredet haben, ganz viel auf. Da hätte ich jetzt fast gedacht, wir haben vielleicht noch ein bisschen mehr dazu bekommen. Aber nee, noch nicht. 3 von 55. Ja, wobei bei der Mapgröße ist 55 jetzt auch nicht so überkrass, würde ich sagen, oder? Ist schon nicht ohne, aber die kriegen wir bestimmt sogar voll, wenn das für die Ausrüstungsverbesserung ist. Sonst mache ich das demnächst mal irgendwann und sage, Rucksäcke sammeln, wo ich sonst in Classic SOD irgendwie abends ein bisschen Kräuter gesammelt habe. Schwinge ich hier rum und hole die Rucksäcke. Easy. Aber wo ist er jetzt? Dort vorn! Noch ist es aber so, und ich hoffe, das hält sehr lange an, dass diese Art des Reisens mit dem Schwingen einfach so befriedigend ist und so geil aussieht, dass es vermutlich sogar auf eine gewisse Weise fetzt, diese Rucksäcke zu holen. Aber wo ist jetzt der hier hin? Wait, bin ich schon wieder drüber geflogen? Nein, ich sehe die grüne Säule nicht mehr. Scheiße, lass nochmal da ein bisschen rüberschwingen. So viel dazu, jetzt habe ich mich so verliebt in das Stadtbild. Jetzt sehe ich die Rucksäcke schon wieder nicht mehr. Ich könnte schwören, der war genau vor uns. Aber da ist jetzt nur was Rotes. Da ist noch einer. Aber das ist doch nicht derselbe, was sagt denn unsere große Map? Der da bestimmt, oder? Kann ich den markieren? Social Feed? What the fuck? Schickt uns eure Spider-Man-Fotos und gewinnt unseren Hauptpreis. New York City Wallcrawler. Ey, nein. Wo hatten wir das so ähnlich? Bei Life is Strange, ne? Da hatten wir auch unser eigenes Social-Media-Ding. Das ist ja toll. Eigener Wegpunkt. Ja. Möchte ich zu dem Rucksack haben. Und der ist dort weiter hinten. Dann war ich vielleicht einfach nur zu dumm. Hier drüben dran? Oh, oh. Junge. Da ist er. Aber der wurde nicht nochmal markiert. Das ist ja frech. Ich habe mich so auf meine grüne Säule gefreut, ne? Und was kriege ich? Gar nichts. Gescheiterter Prototyp. Ich mixte einen Netzflüssigkeitsprototyp bei Oscorp, als Harry sein Praktikum dort machte. Hat nicht geklappt. Ich hatte immer Pech dort. Ah ja. Ein Netzflüssigkeitsprototyp. Okay. Ja. Ja, ja. Habe ich sofort erkannt als solchen. Das ist völlig klar. So, meine Lieben. Ich liege mit meinen Katzen Shrimp im Bettchen und werde demnächst einschlafen. Sag aber schon mal gute Nacht. Schön in so einer Fötusstellung ein bisschen zusammengekugelt, ne? So muss es sein. Ja, geil. Gute Nacht. Süße und spinnenfreie Träume und so. Direkt die komplette Reihe durchgesucht, denn da sind nur 2 Teile, oder? Oder gibt es sogar noch welche, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte? Aber tatsächlich hatten sich jetzt Spider-Man... Wie geil mit der Sonne gerade. Yo, what the fuck ist die Optik? Es hatten sich ja den nächsten Gewinnplatz eigentlich Spider-Man und Alan Wake geteilt. Da gab es dann, meine ich, auch einen zweiten Teil noch. Darum weiß ich noch nicht, ob wir erst beide Spidey-Teile und dann beide Alan Wake-Teile oder erst ein Spidey-Teil und dann ein Alan Wake-Teil und dann die beiden zweiten oder nicht. Aber irgendwie so. Also früher oder später auf jeden Fall ja. Aber noch mehr Pläne hatte ich erstmal nicht gemacht. Da sind wir wieder. Hallo! Ich habe Rucksäcke gesammelt. Nice.
3, es gibt noch das Miles Morales Game. Ah, okay. Siehst du, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Zum Release der PS5 gab es Spider-Man, Miles Morales, der zwischen den beiden kam. Ah, okay. DLC und Morales. Siehst du, das kannte ich gar nicht. Ja, können wir ja schauen, ne? Wenn sich das anbietet und ihr sagt, ist geil, dann werde ich, glaube ich, nichts dagegen haben. Sei denn, das hat noch mehr Rätsel. Da sind wir. Junge, sehen wir aber adrett aus, wa? Schön hier mit Karo-Hemd. Junge, der wahre Techniker. Und ich bin auch so ein bisschen im Last of Us-Modus, ne? Ich will hier ständig irgendwelche räudigen Kleinteile aus den Regalen looten. Können wir auf Toilette gehen? Können wir nicht. Als wahrer Held pinkeln wir uns in die Hose, damit die normalen Bürger immer einen Platz frei auf Toilette haben. Das ist wahres Heldentum, Leute. Piep. Oh, das war meine Krankenkarte. Ach nee. Anscheinend ist Doc schon weg. Ist ja USA. Zeit für ein bisschen Spinnenarbeit. Jawohl. Es werden neue Terrorspinnen gezüchtet hier. Wir brauchen mehr Spider-Mans. Wir versuchen, die Prothesen-Hardware zu verbessern. Ich sollte mir ansehen, was Doc entwickelt hat und es nochmal prüfen. Dieser Rätselstrang hier fühlt sich so weird an, wenn man gerade noch rumgeschwungen ist wie so ein Wahnsinniger. Diese Station ermöglicht dir, an Stromkreisprojekten zu arbeiten. Zum Fortfahren X drücken. Erhalte EP und andere Belohnungen, wenn du Projekte abschließt. Mit deinem Fortschritt im Spiel werden weitere Stromkreisprojekte freigeschaltet. Okay. Cool. Bonus für vollständigen Abschluss. Lass mal sehen. Doc wollte die Granularität des Aktuators verbessern. Ja, die Granulat hier und so für den Sportplatz auch, ne? Das ist wichtig, damit man da auch richtigen Boden hat. Aber wir müssen unten halt anfangen. Ja, wir müssen unten anfangen. Sonst verbaue ich mich hier eventuell. Aber das sieht erstmal nicht so kompliziert aus wie das vorhin am Ende, ne? Wir haben jetzt hier keine sonst wie wilden Teile, sondern wir können jetzt den like this und dann nochmal den Kollegen und den like this. Ja gut, ich meine, wenn das so bleibt, das bringt jetzt EP. Sehr schön. Ganz glatte Reaktion. Aber ich kann jetzt schon sagen, ich hätte es nicht gebraucht in einem Spider-Man-Game, ne? Ich finde, es ist als Stilmittel sehr spannend, weil es jetzt natürlich kann man die Greifkraft einstellen. Auch den Nebenjob, ja, den Peter Parker ohne Anzug so ein bisschen zeigt. Aber das hat mir beim Intro schon gereicht. Das hat mir auf jeden Fall gereicht. So, pass auf, wir brauchen definitiv noch einen hier oben, damit das dann hinhaut. So, dann brauchen wir hier definitiv auch so einen eckigen, damit das dann passt. Ja, und dann wird das wieder genau aufgehen, oder? Boah, ich hoffe, wir haben irgendwann... Oh wait, das war Fail. Wir haben irgendwann einen Stream mit Überlänge, weil ich an irgendeinem Boss ein bisschen hänge. Und dann ist es irgendwie so 1 Uhr. 1 Uhr morgens, von Mittwoch auf Donnerstag. Und dann kommt noch so ein Rätsel. Junge. Das wäre Pain. Tada. Schon besser. Zumindest ja. Keine Knochenbrüche bei einer Begrüßung. Räumliches Mapping. Ja, aber da hätte ich Lust drauf hier. Oder? Interessant. Doc bindet ein einfaches räumliches Mapping-System ein. Das ist interessant, ja. Habe ich auch sofort erkannt hier. Das Mapping ist ja völlig logisch. Dann bauen wir, glaube ich, hier nach oben. Hier brauchen wir auch noch so einen. Den können wir, den können wir. So. Dann nehmen wir dich like this und dich like that und du darunter. Nice one. Ey, Gulmax, mit dem ganzen Jahr. Moin aus Wernigerode. Ja, Ehre. Beste Grüße zurück. Dankeschön. Sehr cool. Sehr cool. Arme bekommen dadurch ein Gespür für ihre Umgebung. Gut für das Körperbewusstsein. Durch Abos, ja. Twitch-Abos sind gut für das Körperbewusstsein. Hier hören wir es vom Fachmann. Nice one. Wer das also denkt... Das Gyroskop muss auf automatisch stehen. Er hat heute nur blöd rumgesessen oder so. Nein, ihr tut was für euer Körperbewusstsein. Mhm. Okay, was ist das jetzt? Wir haben da ein rotes minus 1. Bedeutet, wir müssen hier auch rumleiten? Aber warum ist das Rote dann da? Da fangen wir sicherlich an, oder? Dass wir sagen, hier muss ich eins hinsetzen?
Und dann so drumherum leiten, damit wir möglichst viele noch bekommen? Das könnte sein, wa? Weil hier rum funktioniert ja nicht, wenn wir oben 4 brauchen als Zielspannung. Scheiße. Bedeutet also, wir nehmen so einen, richtig? Und drehen den like this? Ja, das sieht gut aus. Dann können wir hier jetzt so einen nehmen. Dann fließt der da durch und der müsste so funktionieren. Ja, hätte ich jetzt gedacht, aber kann das überhaupt hinhauen? Nee, der fließt ja hier jetzt gar nicht lang. Warte mal, kann ich den auch drehen? Ah! Ich wollte gerade sagen, ihr habt doch gar keinen Teil, dass Pfeile nach links sein. Ja, weil ich das ganze Ding drehen kann. Hohoho, das wäre aber fast richtig in die Hose gegangen hier. Auch mental. So, das heißt, dich machen wir so rum. Und hier machen wir jetzt noch so einen. Da muss ja so einer hin, ne? Glaube ich. So, genau. Anders kommen wir da ja nicht ran. Jetzt haben wir hiervon noch ganz viele. So rüber. Und dann vielleicht hier schon so runter. Damit wir den jetzt hier auffangen können. Like this. Dann leiten wir hier rüber. Dadurch. Und jetzt haben wir 1 zu 4. Aber das ist ja perfekt. Weil hier drüben ist er jetzt minus 1. Haha. Junge, Studium fertig endlich. Schon wieder. Marius mit der 13. Dankeschön. Grummel, hi. Fertig. Jetzt können Träger der Prothesen sehr viel besser das Gleichgewicht halten. Ja, das ist aber schon schön, oder? Prothesenverbesserung, da hat man ein gutes Arbeitsgefühl auch. Wir müssen natürlich gerade aufpassen bei diesen Rätseln, dass wir uns jetzt nicht tot arbeiten. Ja, das ist schon harte Arbeit hier mit diesem Hin- und Herdrehen. Die wahre Laboreffizienz. Aber davon ab doch ganz schön. Glaube, muss auch ins Bett. Trotz Cola bin ich einfach zu müde. Die ganze Woche schon eigentlich. Ja dann, ich hatte jetzt die letzten Tage dreimal hintereinander auch viel zu wenig Schlafe. Immer früh irgendein Termin. Hier Handwerker, da Lungencheck und. Junge, da lag ich letztens auch, ne? 21 Uhr im Bett. Das war richtig wie Schande, weil man hätte auch noch WoW zocken können. Aber es ging nicht anders. Es ging nicht anders. Doc versucht, den Gesamtenergieverbrauch der Prothese zu verringern. Ja. Was ist das jetzt hier? Das ist sehr verstörend, was ich hier erblicke, wenn ich das mal so sagen darf. Der ist gelockt. Okay, wir haben jetzt einige auch gelockte Elemente. Lungencheck noch alles da? Ja, glücklicherweise. Meine Lunge ist noch da. Danke der Nachfrage. Ja, alles okay auch soweit. Keine besonderen Vorkommnisse. Hab wieder meine Medikamente für die Pollensaison bekommen. Und darum hoffe ich mal, das wird alles wie gewohnt gerockt, ja. So, hier muss nochmal ein roter rein. Aber wir nehmen mal die minus 1. Wir brauchen eine 8er Zielspannung. Da können wir jetzt hier nicht mit Schickimicki großen anfangen. Wir sind jetzt bei minus 2. Das heißt, wir müssen sehr viel mit den wenigen ausgleichen, die jetzt hier auf dem Weg noch sind. Also in einer gewissen Form macht das durchaus gerade noch Spaß, muss ich sagen. Aber wir müssen den hier gerade noch drehen. Nur wenn das irgendwann Überhand nimmt, dann werde ich halt permanent schreien. Ne? Also wirklich durchgehend. Ohne Gnade. So, jetzt hier die 4er. Oh, warte, wir haben sogar 5er. Wait a minute, wir haben sogar 5er. 15 bis 21 Uhr Weinmesse. Ja, die müsste ich aber auch hier besuchen nach dem Labortag. An der Stelle möchte ich Harald Junge zitieren. Das beste Leben ist keine Termine und leicht einsitzen. Da sehe ich mich, ja. Da sehe ich mich aber auch. So, jetzt sind wir bei 5. Das heißt, mathematisch dürfte das jetzt nicht so hinhauen. Jetzt haben wir ein bisschen zu viel. Aber wenn wir den hier jetzt einfach tauschen durch einen 2er, dann, oh, Mathe, Leute. 9 minus 1 gerechnet, ohne Taschenrechner. Ich wollte es nur sagen. Hammer. Super. Viel effizienter. Wow. Und vermutlich sicherer. Ja. Das ist toll. Mein Lehrer hatte doch recht. Hat er damals immer gesagt. Nehmt nicht immer den Taschenrechner. Ja, es werden Zeiten kommen, da habt ihr nicht immer einen Taschenrechner dabei. 2 Jahre später hatte jeder ein Smartphone in der Tasche. Ist nicht so gut gelaufen. Aber wir sehen, manchmal, ja, kickt dann doch die Weisheit der alten Lehrer. Schön. Hier kommen wir noch nicht weiter, aber das ging doch. Was haben wir hier denn? Noch ein Audio-File? Nee, ein Foto.
Ein Audio-Foto vielleicht. Mein Abschluss scheint ewig her zu sein. Ich war Praktikant bei Doc. Durch ihn habe ich erkannt, dass ich im Laborkittel ebenso helfen kann wie in Strumpfhosen. Vielleicht sogar mehr. Ja, deswegen trage ich auch welche. Das ist aber ein sehr süßes Bild, dass er das hier stehen hat, oder? Das ist ja toll. Ansehen. Kann ich mich hier noch umgucken? Oh. Können wir an den Socken riechen? Frage für einen Freund. Können wir nicht. Okay. Na gut. Süßes Bild. Wirkt aber irgendwie nicht so, als sollten wir in diesem Raum wirklich sein, oder? Das ist ja schon so ungepflegtes Chaos. Mit ganz vielen Notizzetteln da am Schrank. Und auf jedem steht Aufräumen nicht vergessen. Perfekt. Doc hat viele große Durchbrüche gehabt, stand aber immer im Schatten. Meistens von Oscorp. Dieses Mal wird es anders sein. Ja, diesmal rocken wir das. Nice. Okay. Da kleben wir jetzt die Zeichnung drauf, die wir gefunden haben. Schön mit Paketklebeband. Parker! Dr. Octavius, was haben Sie da? Chinesisch. Hätte ich gewusst, dass Sie hier sind. Woran arbeiten Sie? Oh, geil. Nur was nebenbei. Oh nein. Natürlich. Sie sind's. Nur nebenbei. Ich weiß nicht, was Sie... Kommen Sie, Parker, es ist offensichtlich. Dafür gibt es eine Erklärung. Hätten Sie doch früher was gesagt. Ich wollte ja. Aber ich dachte, wenn sich das rumspricht, ist meine Familie in Gefahr. Ja. Ich schätze, wenn Sie seine Ausrüstung anfertigen, macht sie das auch zur Zielscheibe. Ja. Ich meine, ja. Keine Sorge. Ich sag's nicht weiter. Gut. Dann machen Sie mal. Hm. Er hat nur Bock, sich seine Nudeln reinzufahren, Junge. Okay, saved. Oh, wir haben jetzt auch so einen Zettel. Er hat uns ein Post-it gegeben, damit wir die Mail checken. Legende. Lesen Sie Ihre E-Mails. Junge, digitale Kommunikation läuft. Aber so Asianudeln. Ich hoffe, Doc will mich nicht feuern. Mit so ein bisschen Hühnchen, schön süß-Sauersoße, Junge. Kann man sich auch immer reindrehen. Hab danach nur immer Durst wie Sau. Hello. Noch scheiße, Passwort vergessen. Peter. Die Enthüllung Ihres Nebenjobs als Anzugschneider von Spider-Man, heißt das so? Hat mich daran erinnert, was für ein guter Mensch und Partner Sie sind. Trotz Ihrer harten Arbeit finden Sie immer die Zeit, anderen zu helfen. Ja. Mir fiel auf, dass der Anzug beschädigt ist und ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich ein paar Verbesserungen dafür entworfen habe. Anbei finden Sie einige Ideen, wie Sie den Anzug verbessern und Spider-Man schützen können, der so viel für diese Stadt tut. Ich freue mich auf unsere unglaubliche Arbeit und darauf, dass wir die Welt verändern. Ihr Partner und Freund, Otto. Oh, er ist so mega nett. Und wir sind Anzugschneider. Bester Titel. Weiße Spinne, Weiße Spinne? Klingt wie so ein Pornodarstellername, aber ich glaube, das ist nicht, was er implizieren wollte. Die Pornospinne. Da hat man dann auch die Öffnung, die jetzt an den Augen ist, die ist dann genau im Schritt. Und du siehst nicht mehr, wo du hinspringst, aber kannst immer schön den Sack lüften, weißt du? Die weiße Spinne. Jetzt kannst du deine Marken einsetzen, um den verbesserten Anzug herzustellen. Zum Fortfahren X drücken. Oh wow, hier ist aber einiges an Platz, ne? Das ist der normale. Schließe Nebenmissionen und Aktivitäten in der Stadt ab, um Marken zu verdienen. X drücken. Halte X gedrückt, um den Anzug herzustellen. Achso, das ist jetzt einfach der, den wir aufwerten. Schaltet auch frei die Hybrid-Biomembran. Die generiert schnell für kurze Zeit Fokus. Der Netzwerfer der anderen Art dann, oh Gott. Imagine, seilst dich so ab und hängst einfach an deinem Schniedel. Hilfe. Ich wette, es gibt ganz verstörende Fanarts in dieser Richtung. Und ich wette, jemand, der gerade anwesend ist, hat die gezeichnet. Verbesserten Anzug. Geil. Neuer Anzug und Anzugkraft freigeschaltet. Die Herstellung eines neuen Anzugs rüstet automatisch die neue Kraft aus.
Nutze das Kraftmenü, um zu einer beliebigen vorherigen, freigeschalteten Kraft zu wechseln. Anzüge können auch mit Anzug-Mods verbessert werden. Hier kannst du Anzug-Mods freischalten und ausrüsten. Schließe Nebenmissionen und Aktivitäten ab, um Anzüge, Anzugkräfte und Anzug-Mods freizuschalten. Okay, mit den Marken. Da können wir dann Vielseitigkeit, Angriff und Verteidigung pushen. 3 Anzug-Mods gleichzeitig können wir haben. Das müsste gehen. Lassen sich sogar stapeln. Nicht schlecht. Mit großer Kraft kommt großes Schniedelfeuer. Ich wollte eigentlich in dem Menü noch ein bisschen... Aber es kommt noch aus der Hand. Wir sind safe. Sorry, bin spät dran. Wir sind safe. Oh, schick. Jau, nice. Ah, solche Szenen können sie halt, ne? Ich komme. Siehst gut aus, Buddy. Hallo, New York. Neuer Anzug, altes Ich. Cool. Okay, das ist fancy. Da bin ich durchaus Fan von solchen Optics. Ja, ist ja im Grunde wie T-Mok. Schön die Hupe, Junge. Bisschen Formel 1 rennen. Untersuche die Baustelle. Aber ich hätte trotzdem gerne dem Menü noch ein bisschen gebastelt. Das war cool. Das waren sehr schöne Cuts. Spider-Man, ich weiß jetzt, wie Fisks Leute das Geschäft am Laufen halten. Baustellen. Wurden die nicht geschlossen, als er verhaftet wurde? Nein, das ist eines seiner seriösen Geschäfte. Mehrere Investoren. Wir haben keine Handhabe gegen ihn. Aber jetzt schon, richtig? Deswegen ist es gut, wenn du die Baustellen im Auge behältst und mir alles Verdächtige meldest. Alles klar. Ich bin die neugierige Spinne aus der Nachbarschaft. Ja, Mann, wir sind einfach der Rentner von nebenan. Schön so mit Fernglas und Unterhemd. Erstmal beobachten. Ein Selfie. Komisch. Meine Höhenangst ist geblieben, als ich meine Kräfte bekam. Ich musste erst an die Spitze des Empire State Buildings klettern. Nice. Aber gutes Bild, ne? Das in diesem sozialen Medium-Teil. Alle Einheiten, Zeuge meldet Drogenhandel. Haben einen Vorfall beim Union Square. Bitte kommen. Ballert. Ja, das wäre auch ganz schwierig, ne? Wenn wir die Idee von vorhin verfolgen. Und per Funk sagen die dann, bitte kommen. Schwierig. Nein! Ich bin an einer Baustelle von Fisk. Und hier laufen viele Typen rum, die nicht wirklich was bauen. Was machen sie? Das finde ich heraus. Ich wollte ihn nicht skippen. Ich habe eine Nachricht von Doc. Scheiße. Anscheinend hat er eine Idee für ein Spidey-Gadget angehängt. Der findet doch ständig was. Alter, was sind das? Eine Todeslaserkanone. Mit den Plänen von Otto kannst du jetzt das Aufprallnetz herstellen. Halte X gedrückt, um das Aufprallnatz... Jo, weil wir den wegnatzen. Um das herzustellen, ein leistungsstarker Netzschuss. Der Gegner sofort einspinnt. Das wäre natürlich richtig geil gegen Fisk gewesen, ne? Okay. Böp. Jetzt freigeschaltet. Schalte neue Geräte mit Marken frei oder mit Teilen, die du in Missionen findest. Du kannst die einzelnen Geräte mit Marken verbessern. Verdiene Marken, indem du Nebenmissionen und Aktivitäten in der ganzen Stadt abschließt. Alles klar. Der Netzschießer und das Aufprallnetz. Was ist das denn? Eine Spider-Drohne. Die ballert einfach echt um sich, oder was? Die ist ja cool. Wow. Ich will nicht wissen, wie viele Leute mittlerweile draufgegangen sind, weil sie solche Fotos machen wollten. Ja, auch wenn ich manchmal so Parkourläufer sehe, die dann ohne Sicherung auf irgendwelchen hohen Brücken rumturnen und so und das aufnehmen. Oh, boy. Wie bei Ratchet & Clank, genau, diese Todesagenten, ne? Let's go. Frage ist jetzt aber auch, können wir tatsächlich zum einen unseren Skillpunkt noch vergeben? Wir haben sogar 2 Punkte. Und ich hoffe, wir können irgendwo den Podcast nochmal abspielen, aber das geht bestimmt. Ausweichfenster. Erhöht das Timingfenster für perfektes Ausweichen. Und Netzschusskonter. Macht sie leichter zu erreichen. Das ist natürlich big. Viereck in dem Augenblick, wenn ein Angriff landet, um Bonusfokus zu generieren. Das war einfach rein Spam, oder? Bin ich beides stark? Drücke Viereck und dann X, um einen Gegner zu greifen und zu werfen. Das fühle ich nicht. Wir nehmen das hier mit. Böp. Nice one. Und wir nehmen das hier mit. So. Sehr schön. Ja, ein bisschen Zeitfenster. Wow. Das könnte funktionieren.
Aha. Mal sehen. Kann ich nicht lesen. Hab die Brille vergessen. Ah ja. Das... Ah, hier können wir wählen. Oh, Junge. Ist aber wirklich ein bisschen Ratchet & Clank-Feeling, hä? Insomniac hat Ratchet gemacht und Spider-Man. Aha, jetzt wo du es sagst, ne? Gucke an.